Wir freuen uns darüber, dass ihr heute alle hier erschienen seid, um Solidarität mit den weltweiten Bewegungen von Roma-Organisationen und Initiativen zu zeigen. Dafür nochmal von Herzen vielen Dank. Unser Protestmarsch, der jetzt schon begonnen hat, von der ungarischen Botschaft, von der wir uns jetzt leider schon ein bisschen verfrüht wegbewegen müssen, bis zum Bundestag, demonstrieren wir gegen die aktuelle Verfolgung von Roma auf der ganzen Welt. Wir werden bis zum Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma Europas laufen und erinnern somit auch an unsere Vergangenheit. Jetzt kommt ein Beitrag zu der aktuellen Situation in Ungarn. Hallo Leute! Heute, am Internationalen Tag der Roma, stehen wir hier in der Tradition, die seit der ersten Roma-Weltkonferenz im Jahre 1971 ausgerufen wurde. Es ist keine Tradition des Tanzes und Gesanges, sondern des politischen Bestrebens, die heterogenen Gruppen der Roma, Sinti, Kale und weiterer zu einigen im politischen Kampf nach Gerechtigkeit. Wir stehen nicht für eine Kultur der Einheit, aber wir stehen für die Einheit im Kampf gegen den Rassismus. Gegen Rassismus, mit dem unsere Schwestern und Brüder auf der ganzen Welt konfrontiert sind. Heute solidarisieren wir uns mit allen Kämpfen von Roma-Selbstorganisationen weltweit. Für die Anerkennung der Verbrechen, die gegen uns begangen wurden, für die Anerkennung der Namen, die wir uns selbst geben, für die Freiheit der Bewegung, die jedem Menschen auf dieser Welt zustehen sollte. Und gegen die bis heute andauernde rassistische und soziale Stigmatisierung. Hier vor der ungarischen Botschaft, vor der wir leider nicht reden dürfen, hielten wir im November letzten Jahres eine Gedenkveranstaltung für die Opfer der rechtsextremen Serienmorde in Ungarn. Die Täter zündeten Roma-Häuser an und ermordeten herausrennende Familien mit Maschinengewehren. Letzte Opfer der blutigen Mordserie waren Robert Chorba und sein 5-jähriger Sohn. Heute stehen wir wieder hier und wir werden immer wieder kommen. Wir kommen wieder, solange in Ungarn unsere Schwestern und Brüder von paramilitärisch organisierten rechten Schergen an ihren Wohnorten umzingelt, eingeschüchtert und um ihr Leben bedroht werden. Wir kommen wieder, solange die ungarische Regierungspartei die rechte Gewalt gegen Roma aktiv legitimiert und die Opfer zu Tätern stigmatisiert. Im Januar diesen Jahres hat der Mitbegründer der regierenden Fidesz-Partei Roma öffentlich als Tiere bezeichnet, denen keine Menschenwürde zustehe, und er hat ebenso öffentlich zur Lösung des Roma-Problems mit allen Mitteln aufgerufen. Das ist aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft ein unmissverständlicher Aufruf zum Völkermord und eine Wiederholung unserer Geschichte. Zsolt Bayer ist weiterhin geschätztes Mitglied der ungarischen Regierungspartei und hat keinerlei juristische Verfolgung wegen Volksverhetzung zu befürchten. Fürchten müssen sich Roma vor einer sich immer weiter nach rechts radikalisierenden Gesellschaft, die die Folgen sozialer Ungleichheit auf den Rücken der Ärmsten des Landes austrägt. Geza Jeszczenski, der ungarische Botschafter in Norwegen und Universitätsprofessor, schreibt in seinem Lehrbuch: Roma seien traditionell auf Inzest eingestellt. Daher sei auch ihre Rate von geistig Behinderten höher. Auch das ist eine uns bekannte historische Kontinuität. Während über 100 Universitätsangehörige der Corvinus-Universität in Budapest dagegen protestiert haben, stellt sich das Außenministerium hinter dem rassistischen Professor und verweigert alle Rücktrittsgesuche.
Wir kommen wieder, solange rechtsextreme Journalisten und Künstler trotz oder wegen ihrer medialen Hetze weiterhin, so wie jüngst geschehen, die höchsten Landesauszeichnungen von dem Premierminister Balog erhalten. Wir kommen wieder, solange in Ungarn struktureller Rassismus Gesetz ist und solange die Friedensnobelpreisträgerin Europa ihre weißen Augen vor dem Unrecht in Ungarn verschließt. Wir kommen wieder und wir sind sicher immer mehr.